Herzlich willkommen zum Kurs GUI Programmieren mit Python und in dieser Folge werde ich euch zeigen, wie man mit dem Befehl GRID Elemente auf dem Bildschirm platziert und dazu brauchen wir die Eigenschaften Row und Column. Ein GRID, das ist ein Raster oder ein Netz und Row und Column bezeichnen eben die Positionen innerhalb dieses Netzes. Und ich zeige euch auch noch die Eigenschaft Column Span. So, dazu gehen wir wieder in unser Programm hinein und wir müssen uns zuallererst nochmal ein paar mehr Elemente erschaffen, damit wir die ordentlich platzieren können. Und ich nehme einfach mal ein paar Labels mehr dazu, umändern, damit wir die gut unterscheiden können, kriegen die verschiedene Hallo und was wir können. Ja. Und was wir so alles machen. Ich nehme jetzt extra mal ein bisschen so längere Texte damit wir dann auch sehen können, wie sich die Grid, also dieses Muster, verhält. So, damit haben wir die Voraussetzung geschaffen. Das Frame werden wir nicht verändern. Das werden wir auch in das Grid hineinsetzen, damit wir so ein bisschen sehen können, was dort passiert. Und als allererstes werden wir jetzt statt des Befehls packen, werden wir hier Grid hineinsetzen. Grid und da muss ich dann die Reihe und die Spalte definieren und das mache ich durch diese beiden Befehle. So, damit ich das jetzt erstmal kopieren kann, nehme ich die ganzen Sachen heraus oder schreibe ich das leer hinein und kopiere mir das jetzt erstmal hier hinein. So, und ich setze die Row hier oben auf 0 und Column auch auf 0 und hier oben setze ich die Reihe auf 0 und die Column auf 1, also die erste oder zweite Spalte und hier setze ich die Reihe auf 1 und die Spalte auf 0. So, und wir haben ja noch eine ganze Menge Labels mehr, aber das reicht uns jetzt erstmal. Wir werden uns mal ansehen, was passiert überhaupt auf dem Bildschirm. Und als allererstes sehen wir, dass hier also unser einer Knopf, der sitzt jetzt hier schön mittig über den fünf anderen Knöpfen. Welt sitzt hier so etwas am Rande. Und das liegt einfach daran, dass jetzt das Gitternetz aufgeteilt worden ist in vier Zellen. So. Und die eine Zelle läuft hier entlang, also direkt am Rande, so zwischen den Knöpfen und der Welt hindurch. Und die andere läuft hier unterhalb von den beiden Labels, die hier oben in der nullten Reihe sitzen. Und hier haben wir tatsächlich dann eine leere Zelle. Ja, da haben wir nichts reingefüllt. Das könnten wir jetzt zum Beispiel tun. So. Aber ich möchte euch ein paar andere Sachen noch zeigen. Wir werden jetzt einfach erstmal so ein paar Sachen mit noch hineinnehmen. So, wir haben noch drei weitere Labels zu platzieren und jetzt kopieren wir uns das Ganze erstmal und ändern das um. So, beim Label 3, da möchte ich dann in die zweite Spalte, das heißt, wir haben jetzt drei Spalten nebeneinander, die 0, die 1 und die 2. So, dann möchte ich hier in die Reihe 1, möchte ich einmal in die Spalte 1 und in die Spalte 2 etwas hineinsetzen. Das muss man auch umändern. So. Und hier möchte ich tatsächlich dann die Reihe
3 haben. Also 2 natürlich, weil es 0, 1 und 2 so gezählt wird. So. Und das möchte ich jetzt erstmal so lassen. Das hier unten, das können wir alles auch so lassen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. So, auch nicht besonders hübsch, weil wir gar nicht aufs Layout geachtet haben. Also es ist völlig unfunktional, was wir hier so reingesetzt haben. Wir haben 1, 2, 3 leere Zellen und hier wird die Zelle immer von der Breite her bestimmt von dem breitesten Element in der Spalte. Und wenn wir hier jetzt zum Beispiel den Knopf größer machen würden, dann wird, oder dieses Label größer machen würden, dann würde hier zum Beispiel auch die Reihe von der Größe des Labels bestimmt werden. Das können wir auch gleich nochmal ausprobieren. So, wir sagen einfach, ich möchte die Breite und die Höhe des Labels auf, sagen wir mal, 50 setzen. So, und mal sehen, was der uns dort macht. Und jetzt seht ihr hier, also der macht uns tatsächlich hier eine breitere Reihe hinein. Wenn wir jetzt dem Ganzen noch einen Background Color geben, wäre das toll, weil das würde uns das Ganze noch vollständig verständlich machen. Wir geben den mal ein schönes Schwarz, weil sich das so gut sehen lässt, und speichern das Ganze und lassen uns das Ganze nochmal anzeigen. So, und jetzt sehen wir das tatsächlich hier. Also das hier ist unser Label. Das ist gar nicht, füllt gar nicht die Breite von der Spalte aus. Wir können also nur erahnen, wo beginnt die neue Spalte. Aber wir sehen, dass die Höhe also massiv beeinflusst wird. Und wenn wir hier zum Beispiel die Höhe, sagen wir mal, auf 150 setzen, das können wir natürlich auch machen, so, dann sehen wir, dass hier tatsächlich die Höhe von dem Label auch die ganze Reihe beeinflusst. Die sitzen dann alle schön in der Mitte. Ach, ich glaube, das lassen wir einfach mal so zu Demonstrationszwecken. So, das hier unten, das wollen wir jetzt mittig gestalten. Das werden wir aber erst im nächsten Video uns genauer ansehen. So, ihr habt jetzt erstmal mitgekriegt, wie kann man sich mit der Grid die Elemente etwas genauer auf dem Bildschirm platzieren. Ihr merkt allerdings schon, dass auch dieses nicht ganz so exakt ist, wie man das manchmal gerne haben wollte. Ein kleiner Tipp, den ich euch gleich geben kann. Ihr könnt euch mit Frames, also mit solchen unsichtbaren Fenstern, könnt ihr euch mehrere Grids aufbauen, sodass ihr sagt, gut, okay, ich setze die Frames im Hauptfenster in ein solches Raster hinein, aber die Frames selber beinhalten auch wieder Raster und dadurch könnt ihr wesentlich exakter arbeiten und notfalls müsst ihr dann einfach 2 oder 3-mal ein Frame miteinander kombinieren, wenn ihr ganz komplizierte Formulare habt. Aber das interessiert uns jetzt erstmal alles nicht. So, ihr wisst jetzt, wie man mit Grid sich ein Raster erzeugt. Das Raster wird tatsächlich immer nur so weit erzeugt, wie Reihen und Spalten gesetzt werden. Das macht man mit Row und mit Column. Ich könnte jetzt zum Beispiel ganz wild hingehen, könnte sagen, ich wähle ein Column von 6. So, dann würde ich allerdings tatsächlich die Spalte 3 bis 5 gar nicht sehen, weil die ja auch gar nicht gefüllt sind. Das heißt, die wären praktisch 0 und wir würden die nicht sehen. Aber das könnte ich tatsächlich auch machen. Also ich könnte hier ganz wild einfach irgendwelche Werte hineinsetzen. Ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren. Gut, so, das war's für dieses Mal und ich hoffe, ihr seid jetzt noch ein bisschen, könnt euch ein bisschen mehr vorstellen, wie ihr euch eine schöne Oberfläche erschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich zeige euch noch ein paar kleine Tricks mit dem Grid, nämlich einmal das Column Span, was ich euch eigentlich jetzt schon zeigen wollte,
und dann aber auch, wie man die Elemente an der Seite von einem solchen Grid platziert. Bis zum nächsten Mal.